Vor 15 Jahren schenkte ihm sein Vater zum zweiten Mal das Leben. Prinz Daniel von Schweden litt seit seiner Geburt an einer Krankheit, die seine Nieren zunehmend schwächte. Am 27. Mai 2009 spendete Prinzessin Victorias Schwiegervater Olli Westling seinem Sohn eine seiner Nieren und rettete ihm damit das Leben. Beide überstanden den 6-stündigen Eingriff gut. Daniel konnte das Krankenhaus am 3. Juni 2009 sogar in Rekordzeit verlassen. Er sei sehr dankbar, dass er seit der Transplantation keinen Rückschlag erlitten habe, verriet Prinz Daniel anlässlich seines 50. Geburtstags im September 2023 dem schwedischen Fernsehen. Denn die Zeit vor der Operation sei für ihn nicht einfach gewesen, vor allem wenn er zur Dialyse musste. Da geht es einem richtig schlecht, aber man braucht sie, um zu überleben, sagt er. Auch wenn die Operation schon viele Jahre zurückliegt, muss er im Alltag auf einiges achten. Nach einer Organtransplantation kann es auch Jahre später noch zu Abwehrreaktionen des Körpers kommen. Deshalb muss der Ehemann von Prinzessin Victoria, obwohl er keine gesundheitlichen Rückschläge erlitten hat, täglich und dauerhaft Medikamente einnehmen.